zuletzt voll flugtauglich. Seit 2013 war er für Germanwings auf dem Airbus A320 im Einsatz, hatte 630 Flugstunden. Er galt als sicherer und zuverlässiger Pilot. Warum er wahrscheinlich 149 Menschen gezielt mit in den Tod gerissen hat, ist heute noch völlig unklar. Noch sind viele Fragen nicht geklärt, aber die größten deutschen Fluggesellschaften ziehen nun Konsequenzen. Bei mehreren Airlines, darunter der Lufthansa-Konzern mit Germanwings, Air Berlin, Condor und TUI Fly, müssen in Zukunft immer 2 Besatzungsmitglieder im Cockpit sein. Sollte einer der Piloten das Cockpit verlassen, wird er durch ein Crewmitglied ersetzt. Wir kommen zu weiteren Themen aus Rheinland-Pfalz. Es ist mehr als nur ein Gerücht.